Da ist er wieder back bei Fallout 4. Ja, Sturges, ich kann jetzt nicht. Wir wollen mit Ada reden, damit wir jetzt die Mission weitermachen können mit dem Mechanist. Hier, Ada. Der letzte Radarpeilsender. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich. Dauert nur einen Augenblick. Ich dachte, er ist schon da drin. In einem Stück. Ich weiß nicht, warum sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Ha. Was weißt du sonst noch über sie, Ada? Ganz einfach. Es war General Atomics Premiere einer erfolgreichen Vereinigung von organischen Stoffen mit Robotern. Das Gehirn ist sowohl Steuergerät als auch Speichereinheit. Dies ist deutlich effizienter als die Verwendung herkömmlicher Schaltkreise. Leider gab es zahlreiche Probleme beim Programmieren dieser Roboter, was dazu führte, dass sie ein wenig, nun sagen wir einmal, verstört waren. Hoffentlich hat dieses Robohirn ein paar der Antworten, nach denen wir suchen. Janes! Eine Verbindung aus organischem Material und Roboterteilen? Klingt irgendwie nach Sinn. Keineswegs. Das Robohirn wurde mit einem ganz anderen Designkonzept gebaut. General Atomics wollte das menschliche Gehirn zur Unterstützung der Funktion des Roboters nutzen. Hauptsächlich um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Freies Denken und Individualität waren nie Teil des Plans. Sie wurden als Soldaten konstruiert. Sie sollen Befehle befolgen, ohne zu zögern. Der unschöne Hang der Robohirne zu Gewalt und Aggression sollte eher als Konstruktionsfehler denn als bewusste Entscheidung gesehen werden. Ha, okay. Kannst du mit dem letzten Radarpeilsender nun die Position des Mechanist ermitteln? Das hoffe ich doch. Ich führe bereits Berechnungen durch, während wir uns unterhalten. Das erklärt noch immer nicht, warum sie den Kopf wiederhaben wollen. Ja gut. Wir brauchen es noch immer, Ada. Es könnte uns helfen, in die Anlage des Mechanist zu kommen. Natürlich. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut ab. Tja, Madame, du bist aber trotzdem ziemlich gut. Sei nicht albern. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Das ist nett von Ihnen. Seit ich zugelassen habe, dass meine Freunde in dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl zu versagen. Ich habe am Tag des Überfalls die Route festgelegt. Hätte ich eine andere ausgewählt, würden sie vielleicht noch leben. Manchmal wünschte ich mir, Jackson hätte meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft deaktiviert. Dann wäre ich nicht so traurig. Oh. So darfst du nicht denken. Deine Persönlichkeit hilft dir, kreativ zu denken. Ich hatte meine Persönlichkeit immer als Last angesehen, aber offenbar habe ich das falsch betrachtet. Ich glaube, dass ich das von jemand anderem hören musste. Danke. Und jetzt habe ich Sie lange genug abgelenkt. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während Sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können. Hey, Jezebel. Aber Jezebel, ich habe dich doch schon eingebaut, du Warze. Verschissen nochmal. Ich dachte, sie ist da schon drin. Hab mich noch gewundert, warum das Ding so blöd rumlabert. Aber okay, gut. Dann machen wir das eben jetzt und bauen Jezebel right now ein. Und dann ist sie die ultra überkrasse Kampfmaschine. Ich hoffe, dass das Viech überall durchlaufen kann. Wenn wir merken, dass es nicht überall durchkommt, dann werden wir nochmal kurz zurückgehen und ihr eben andere Beinchen machen. Also solche Mr. Handy-Beine, die schwebenden. Oder was anderes. Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser? Ja. Was? Ihr habt nicht genug Wasser? Wasser 15, Leute 17. Wisst ihr was? Das stimmt. Ihr habt tatsächlich nicht genug. Perfekt. Hier ist noch ein bisschen Wasser für euch. Bitte schön. Und nochmal eins. Zack. Jetzt ist aber Ruhe, gell? Mensch, ey. So. Wir wollen sie. So. Wo ist jetzt Jezebel? Ah, da oben. Ja, nice. Ja. So. Fertig. Expertise. Okay, Jezebel. Talk. Das ist zwar nicht ganz der Körper, den ich mir vorgestellt hatte, aber er muss reichen. Okay. Was für einen Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schrottbot aussehe, würde ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Allerdings sollte mich das angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten und ihrer eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Ach ja, dann mache ich dich jetzt kaputt. Entschuldigt, Eure Hoheit. Der königliche Schneider ist erkrankt. Also fiel die Aufgabe stattdessen mir anheim. Oh mein Gott. Jezebel, du musst schießen. Nicht in die Maschine, du musst schießen. She's so fucking right-heated. Hallo. Ist sie tot? Nee, sehr gut.
Du musst deine Gäbe, du musst deine Gäbe, du musst deine. Ah. Chisible, mach doch mal die Leute down. Ich will sie nur anschießen, ihr macht sie down dann letztendlich. Alter, jetzt versteck dich halt mit immer. So. Hello. Und Haiduk. So. Ich hätte weglaufen sollen. Aber warum denn? Warum denn das? Also ich merke jetzt schon, dass wir ihr wahrscheinlich die Beine abnehmen müssen. Das ist einfach zu bescheuert. Und wo ist denn jetzt hingefahren? Ah, da hinten. Hey, Chisible. Hey! Du! Ach, wenn ich dich gleich in dem Ding hab, dann kommst du eh gespawnt. Das können wir so nicht machen. Ich leg kurz noch den Shutter ab. So. Dein Mods haben wir bestimmt noch genau. Also, komm mal her. Du brauchst auf jeden Fall andere Beine, das geht so gar nicht. Also, die Schubdüsen sind schon mal nicht übel. Wobei die normalen Füße auch ziemlich nice aussehen. Robohirn sieht auch nicht schlecht aus, auch recht klein. Aber so sieht's ja ultra wie die Metroid Prime Truller aus. Komm, das machen wir jetzt. Jetzt gucken wir noch, ob wir das irgendwie verbessern können. Was ist jetzt hier anders? Ah, hinten, da ist ja noch so eine Arschtasche dran. Gut, warum nicht? Wisst ihr, dann kann sie wenigstens viel für uns tragen. Achso, okay. Ja. So, Chisible. Ah, wie elegant, wie das aussieht. Das ist zwar nicht ganz ah, bla, bla, bla. Aber er muss reichen. So. Entschuldigt, Eure Hoheit. Wenn Sie Sarkasmus als Einschüchterungstaktik nutzen wollen, vergeuden Sie leider Ihre Zeit. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen. Was für mich kein Problem ist, fragen Sie mich also einfach alles, was Sie wissen wollten. Und dann ziehe ich meiner Wege. Warte mal. Ich brauche den verkackten Roboter noch. Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist ist unglaublich gut im Programmieren. Ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Hilfe? Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Absolut. Das ist meine oberste Direktive. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn zu zerstören. Ein Lacher, zerbrechliches Leben sollte nicht verlängert werden. Das ist die effektivste Methode, ihnen zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen, komplexen Nebenerscheinungen. She. Irgendwie hast du die Definition von helfen nicht ganz begriffen. Helfen. Etwas geben oder bereitstellen, was zum Durchführen einer Aufgabe oder Befriedigung eines Bedürfnisses benötigt wird. Ich befolge exakt meine Befehle. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%. Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75% an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Daher ist es besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als meine begrenzte Zeit zu vergeuden. Es ist eigentlich ganz einfach, aber angesichts ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass sie es nicht verstehen. It's Madrin, what are you doing, dude? Und du bist gleich Hirnpastete, wenn du mir nicht sagst, wie ich in die Anlage des Mechanist komme. Kein Grund, unhöflich zu werden. Es ist eigentlich ganz einfach. Um die Anlage des Mechanist betreten zu können, müssen sie einen ihrer Roboter mit der Modifikation MSAT ausstatten. Ich lade die Pläne auf ihren Pip-Boy. So. Okay. Ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Vielleicht bleibe ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. Mademoiselle, schön mitkommen. Ich habe dir jetzt ultra die Wartkurve umgegeben. Ich habe jetzt Zeit für meine Berechnung von Pi bis zur letzten Nachkommastelle. Willst du mich gerade verjuckeln? Gehen Sie weg. Haben Sie mich nicht schon genug gequält? Okay. Tja, da werde ich jetzt den Kopf einfach entfernen. Oh Gott, kann ich nicht? Oh, laber mich nicht voll. Ich hoffe, die kann ich irgendwann mitnehmen. Ich kann die jetzt echt nicht mitnehmen, die Truller, ne? Okay, ich habe eine andere Idee. Ach, scheiße, kann ich hier die Ada nicht wählen?
Ja, super geil. Ich hab die Trulle ausgerüstet bis auf die verschissenen Zähne. Und kann sie nicht mitnehmen. Ah, natürlich schwach. Das ist natürlich schwach. Naja. Schauen wir mal, was der Ada jetzt sagt. Da muss sich der Ada halt diese riesigen Wummen an die Hände kloppen. Jetzt dachte ich mir, wir haben hier einen geilen Ersatz für Strong, so einen Ultra-Roboter, der einfach alles abschießt. Vor allem ohne, dass wir ihn hinschicken müssen. Strong mussten wir wirklich jedes Mal anlabern. Der war einfach zu bescheuert, um irgendwas zu machen. Ada. Wo ist er denn? Gott, wo ist er denn jetzt hin? Ah, da bist du doch, ja? Ada, hallo. Sie haben ihre Geschäfte mit Jezebel wohl abgeschlossen. Ja. Hoffentlich war sie nicht so schwierig. Doch, doch. Ich habe, was wir brauchen. Gut. Was benötigen wir also zum Betreten der Anlage des Mechanist? Wir benötigen den. Ich muss einen Roboter mit einem sogenannten M-Set ausrüsten. Jezebel hat mir die Pläne gegeben. Eine selbstentwickelte Modifikation als Schlüssel zur Anlage des Mechanist. Sehr schlau. Wahrscheinlich benötigt man das M-Set sogar für mehrere Zugangspunkte, ähnlich einem Roboterausweis. Was meine Aufgabe anbelangt, ich konnte das Signal mit dem letzten Radarpeilsender entschlüsseln. Die Quelle stammt von einer Robco-Vertriebszentrale. Wahrscheinlich eine Fassade für größere Machenschaften. Wir müssen in die Offensive gehen. Haben Sie einen Plan? Ja, wir schrauben dir unter die krassen Arme dran und dann rasten wir aus. Es ist an der Zeit, dem Mechanist gegenüberzutreten. Hoffentlich bietet sich Ihnen die Gelegenheit. Ich würde zu gerne wissen, was der Mechanist zu sagen hat. Und nun, wenn Sie bereit sind, sollten wir wohl ein M-Set installieren. Darf ich Sie bei dieser Mission unterstützen? Ada, ja, sehr gerne. Sehr gerne. Natürlich, Ada. Gehen wir. Nach Ihnen. Okay, also, wir gehen jetzt zurück auf die Ebenerthy Farm und drücken der Ada diesen M-Sat rein und andere Beine und die Hardcore-Maschinenpistolen-Hände und ich hoffe, dass wir noch genug Scheiße überhaupt dabei haben oder dort haben, um sowas überhaupt zu bauen. Wir haben so viel Ressourcen verbraucht für die andere Truller. Und jetzt das gleiche nochmal für die Edi. Ist natürlich ein bisschen schwach, aber was soll man machen? Wie sehr rumschillt die dumme Kuh. Ada, come on, dude. Da kommt sie angeschlappt. Die ist nämlich viel zu langsam. Ada? Also, Special Mods. Radarpeilsender. Den hast du schon an dir dran, ne? Ah, da, M-Sat. Ja. So, warte mal, Ada. Wir machen dir mal einen anderen Kopf. Ach, obwohl, nee, der Kopf ist eigentlich wurscht, egal. Der ist komplett egal, der Kopf. Wir machen hier die Arme. Die müssen wir jetzt echt mal bedäseln. Das müsste eigentlich so passen. Die Rüstung ist egal. So, Klauenhand, nein. Wir machen hier natürlich einen Gatling-Laser dran. Ja. Dann an den Arm machen wir, was habe ich da dran gemacht? Kein Laser, sondern eine Minigun oder ein Scharfschützengewehr oder sowas. Scharfschützenlaser. Ich glaube, es war ein Scharfschützenlaser, ne? Ja. So. Die Beine machen wir noch zu den hier. Damit ist er einfach schneller. Glaube ich zumindest. Und das muss erstmal reichen. Es ist immer faszinierend, Ihnen beim Bauen zuzusehen. Wie sie läuft. Zack, zack, zack. Okay, sehr gut. Come on, AD, come on. Haben wir das jetzt hier für Ordnung sorgen? Dringend das Versteck des Mechanists ein. Was ist hier unten? Oh, direkt beim Flughafen. Alles klar. Pochten wir uns da mal hin und rasten dann beim Mechanist aus. Ich bin gespannt, was die Ada zu sagen hat. Wenn wir dann vor dem Mechanist stehen, ob sie ausrastet oder ob sie sagt, ja gut. Ah. Go, go, go. Auf und out. Also. Hallo Bruderschaft, ich kann es aber gerade nicht. Oh, ja? Wurden hier schon Versager? Ah, Versorger. Na gut. Wurden hier schon Leute? Guck mal, hier sind noch überall Dinge, die wir nicht entdeckt haben. Müssen wir auch noch machen. So, komm, schneller, schneller, schneller. Und da sind wir schon. Robco Vertriebszentrale. Here we go. Dass das die Bruderschaft noch nicht gemerkt hat, da müssten doch ultra die Signaturen von ausgehen in allen möglichen Richtungen und die Bruderschaft zeichnet doch eher alles auf und schaut, wo komische Impulse herkommen und Wärme und hin und her. Und direkt neben ihnen hockt der Mechanist. Das ist schon irgendwie unrealistisch. Aber naja.
Wir kümmern uns jetzt ja drum. Und dann ist Zahltag. Die Ladezeiten. Jetzt sogar ohne Bild. Na also. Gut. Wenn ich einen Staubsaugeraufsatz hätte, könnte ich hier für Ordnung sorgen. Was haben wir denn hier? Terminal. Endlich gibt es einen neuen personalisierten Heimcomputer für die ganze Familie. Behalten Sie die Übersicht über Aktivitäten und Aufgaben, während der Passwortschutz Ihre Daten schützt. Okay, die Daten sind ja nicht mehr drauf von allen. Naja, alles kaputt. Sehr gut. Aha, sehr, sehr gut. Sicherlich oben drüben mit dem Terminal. Ah, und diese Jezebel hätte auch noch irgendwie irgendwas am Start eigentlich, um die Sachen hier leichter zu öffnen. Aber nein, sie will ja nicht mitgehen. Ich glaube, für die PC ist jetzt ein Hack-Ding, habe ich hier eingebaut. Ach, das macht eh nur den Safe auf. Ich versuche es noch einmal Hans-Wurst-mäßig. Hoppala. Okay, dann gehe ich. Geh ich weiter. Oh. Halt, stopp. Du machst echt merkwürdige Geräusche. Machen das andere Roboter auch so laut? Ich weiß es nicht. Robco, Sales and Service Center. Ey. Oh, Mechanist. Mechanist. Da unten. Da leuchtet schon. Was ist das hier? Und da geht's einfach raus. Warum Experte? Sag bloß, das ist irgendwas, wo wir direkt irgendwo an einen wichtigen Punkt kommen. Hier drüben. Hier drüben. Oh. Gut gemacht. Oha. Ganz viele Türen. Ha. Ultra geschützt. Sehr gut, sehr gut. Finde ich gut. Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Sicherheitsdinger das sind. Oh. Was chillt denn da? Doch, ich stehe doch direkt dabei. Kann man mich jetzt noch nicht erkennen. Ein Schlösschen. Gar kein Problem für mich. Oder für Jezebel. Aber sie sind nicht dabei. So. Ja. Aha, ein Revolver. Naja. Viel zu gut. No. Oh. Hast du diese Sicherheitsmaßnahmen gesehen? Ich speichere mal kurz volle Pulle. Ich nehme an, wir können... Oh Gott, was fährt denn da hinten rum? Kann ich die Dinger rausschalten? Oh Leute, wir haben ultra viele Dinger. Sehr schön, Kristalle und so ein Schotter. Hey, komm. Hallo. Ich hämme einfach drauf. So. Ich gehe trotzdem gleich durch diesen kleinen Geheimgang, aber... Ach komm. Hopp. Da geht bestimmt die Hölle los hier, wenn wir da in das Ding reinlaufen würden. Oh Gott! Hier drüben. Ich helfe gerne weiter. Nein, da. Komm her. Ich kümmere mich darum. Achso, die wird eh nicht erkannt. Okay, es ist nur für Biosignaturen. Wir haben da vorne direkt ein Geschütz. Das ist halt krass. Da haben wir so viel Zeug, das ist ultra selten, der Kram. Den wir hier gerade abmachen. Komm mal nicht so nah. Sonst schiebt sie mich da rein. Wie sie direkt neben uns läuft. Sie will uns einfach da reinschieben. Sie will ins Verderben geführt werden. Komm. Sage mal, dass ich guck drauf. Komm mal, ich guck hier direkt drauf und hier ist nichts. Das ist doch fucking Darm. So, das war's schon.
Das hier ist nichts. Und das hier neben dran hätte das sicherlich nur bypassed. Oder hätten wir es hier einfach ausschalten können. Kann auch sein. Dosierungsrichtlinien, sämtliches Personal muss hier beim Betreten oder Verlassen der Anlage eine Dekontaminierung durchführen. Sämtliches Personal muss einen Sicherheitsausweis mit Rang 22 und einem aktuellen Foto vorlegen. Jeglicher Verstoß führt zu sofortiger Sicherheitsabriegelung, bis die Person befragt und überprüft wurde. Gestern müssen eine von General Rawlings und dem begleitenden Mitarbeiter unterzeichnete Berechtigung vorweisen und dürfen zu keinem Zeitpunkt ohne Begleitung sein. Gäste ohne Begleitung werden zur Bestrafung festgehalten. Der begleitende Mitarbeiter ist für ihre... Aha, hoppala, was war das andere noch? Oh, Sicherheitsalarm Y6 aktiviert. Alle Systeme werden gesperrt. Sichern Sie Ihre Station und warten. Okay, Gegenspionageprozedurklasse. Was ist das denn hier? Wenn der Leiter der Einrichtung berechtigten Grund hat, von einem Sicherheitsverstoß durch einen ausländischen Geheimdienstagenten auszugehen, einschließlich aber nicht beschränkt auf chinesische Agenten oder Sympathisanten, aktiviert er die Gegenspionageprozedur Klasse 5. Im Falle eines Alarms der Klasse 5 wird die gesamte Einrichtung geringfügig abgeriegelt. Sämtliche Mitarbeiter müssen sich an ihren Stationen melden und weitere Anweisungen des Sicherheitspersonals abwarten. Mitarbeiter, die sich nicht zeitnah melden oder im Anschluss abwesend sind, werden als Verdächtige betrachtet und auf Sicht erschossen. Sicherheitsteams begleiten die Mitarbeiter der Abteilung zu den Forschungslabors auf Ebene 3, wo sie befragt werden. Der Chefwissenschaftler bereitet eine mit Messmatron ausgestattete Robbe hierhin vor, das bei der Befragung unterstützt. Aufgrund der instabilen Wesens des Geräts ist mit Verlusten durch spontane Gehirneruptionen zu rechnen, in Größenordnung von 10-15%. What the fuck? Sollten Agenten entlarvt werden, ist der Leiter autorisiert, sie mit allen nötigen Mitteln festzunehmen und der Forschungsabteilung zu Versuchszwecken zu übergeben. Nach Abschluss der Befragung beendet der Leiter den Alarm nach eigenem Ermessen. Sicherheitsalarm... du Scheiße! Für den Fall eines koordinierten Ausbruchsversuchs und oder feindseliger Handlung der Testperson ist jeder Aufseher der Klasse 2 oder 3 dazu autorisiert, einen Sicherheitsalarm der Stufe 9 in Kraft zu setzen. Beim Inkrafttreten des Sicherheitsgamma 9 wird eine Hochsicherheitsabriegelung des Forschungsflügels sowie einer geringfügigen Abriegelung aller anderen Orte durchgeführt. Im Forschungsflügel werden sämtliche Sicherheits- und Verteidigungssysteme aktiviert. Alle lokalen und Remote-Funktionen der Terminals werden deaktiviert und sämtliche Sicherheitstüren in den Zellen Blockbereichen werden verriegelt. Der Leiter der Einrichtung sollte diesen Alarm als Gelegenheit für einen Einsatztest nutzen und alle verfügbaren experimentellen Roboter zur Sicherung des Forschungsflügels nutzen. Es ist mit Verlusten unter den Testpersonen zu rechnen. Sollte der Leiter eine vollständige Eliminierung für nötig erachten, ist diese autorisiert. Die Sicherheitsteams müssen eine methodische Durchsuchung des Forschungsflügels durchführen, bevor sie Entwarnung geben und diesen Alarm beenden. Der Leiter muss einen Vorfallsbericht M13 sowie einen Antrag auf neue Testpersonen beim Aufsichtsgremium für Militärrobotik einreichen. What the fuck? Sicherheitsalarm Epsilon. Holy fucking cow. Im Falle eines Versagens der Konditionierungsprotokolle, Code so und so, dass ein Massenaufstand der Roboter-Hausmeisterpersonal zur Folge hat, siehe Definition Anhang 3, ist jeder Aufseher der Klasse 2 dafür autorisiert, einen Sicherheitsalarm Epsilon 6 in Kraft zu setzen. Beim Inkrafttreten eines solchen Alarms werden sämtliche Sicherheits- und Verteidigungssysteme aktiviert, alle Remote-Funktionen der Terminals deaktiviert und der Kontrollraum wird automatisch abgeriegelt. Mitarbeitern wird geraten, sich zu bewaffnen und am Ort zu verweilen. Innerhalb von 10 Geschäftstagen wird eine externe Analyse des Aufsichtsgremiums für Militärrobotik AGMR erstellt, anhand derer die angemessene Vorgehensweise ermittelt wird. Dieser Alarm kann außer Kraft gesetzt werden. Erstens durch Remote-Autorisierung des AGMR oder zweitens durch den Anlagenadministrator vom Master-Steuerungsterminal im Kontrollraum aus. Als Notfallmethode für den Fall, dass der Kontrollraum kompromittiert wurde, kann von außen Sicherheitsraum 3 aus eine begrenzte manuelle Außerkraftsetzung durchgeführt werden. Zur Aktivierung der Außerkraftsetzungen werden Stimmsignaturen und 3 registrierte Aufseher der Klasse 2 benötigt. What the fuck? Sicherheits... aktiviert. Habe ich es jetzt aktiviert? Nee. Achso, weil da oben steht der Sicherheitsalarm Epsilon. Das ist aktiviert. Das heißt, wir müssen entweder in das Hauptding gehen, das deaktivieren, oder wir können... wie war das? Für den Fall, dass der Kontrollraum kompromittiert wurde, kann man auf zur Steuerung des Terminal in Sicherheitsraum 3 aus einer begrenzten manuellen Außerkraftsetzung durchführen.
Mhm. Omega-Protokoll. Im Fall bestätigter Nuklearexplosion, merkwürdig, dass das nicht eingeschaltet ist, das heißt der Leiter der Einrichtung oder in seiner Abwesenheit das ranghöchste Diensthabende eine vorübergehende Abriegelung in Kraft, bei der alle Mitarbeiter angewiesen sind, an Ort und Stelle Unterschlupf zu suchen. Mit einem Abbruch des Kontakts ATK zur militärischen Befehlskette ist zu rechnen. Nach einem Zeitraum von nicht weniger als 12 Stunden nach ATK versucht der amtierende Leiter, den Kontakt wiederherzustellen. Jegliche Anweisungen, die aus dieser Kommunikation entstehen, sind vorrangig zu diesem Protokoll zu befolgen. Für den Fall, dass die Kommunikation nicht innerhalb von 24 Stunden nach ADK wiederhergestellt werden kann, leitet der amtierende Leiter eine geordnete Abriegelung der Einrichtung ein. Die Testpersonen werden in ihre Zellen eingeschlossen. Mitarbeiter der Einrichtung, die vor Ort bleiben, löschen sämtliche sensible Daten und Aufzeichnungen, fahren ihre Stationen herunter, bewaffnen sich und sammeln ihre persönlichen Besitztümer ein. Falls die Kommunikation nicht innerhalb von 30 Stunden nach ADK wiederhergestellt wird, ist aktiviert der amtierende Leiter Abriegelungsmodus Omega. Im Anschluss besteht ein Zeitfenster von 10 Minuten für alle Mitarbeiter, die Einrichtung zu evakuieren. Diese Evakuierung soll als dauerhaft angesehen werden nach Aktivierung. Alles klar. Okay, also wir wissen jetzt Bescheid, dass wir hier an diese Terminals müssen, um das aktuelle Dingens ein bisschen aufzuheben, falls wir überhaupt zwingend wollen. Ist außer Betrieb, ja nice. Kann ich ihn hier direkt einschalten? Ach, hätten wir nur die Truller dabei, Mann. Das fuckt mich ab. Connections, okay. 6 richtige. Connections. Schüssel. Haben wir das schon gemacht? Controlling, ja, ne? Cool. Hab ich nicht gesehen, Schüssel. Manuelle Überbrückung aktivieren. Ja. Ich vergesse oft, dass Menschen hier eine Tastatur brauchen, um auf ein Terminal zuzugreifen. Oh, oh. Da läuft ein Müllbot rum. Ja gut, das habe ich jetzt ja gemacht. Sicherheitsalarm aktiviert. Alle Systeme werden gesperrt. Oh. Jetzt ist Epsilon... Ist das jetzt nochmal ein neuer Alarm? War der eben noch nicht an? Habe ich ihn eben angemacht? Nee. Nee, bestimmt nicht. Können wir jetzt ziehen auch hier durch. Dann rasten wir mit dem Müllbot aus. Dann sind wir endlich durch. Komm schon. Ah! Verschissen nochmal. Na also, Müllbot, wo bist du? Hallo. Okay, ey, da geht ultra ab, aber eigentlich wollte ich jetzt eine Grenade schmeißen und nicht irgendwie um mich schlagen. Oh, nice, ey, da, krass. Ey, da ist noch jemand. Go, Ada. Go, Ada. Go, 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 Ada. Wenn ich ihn anschieße, dann bekomme ich immer Stücke davon ab. Dann bekomme ich immer die Dinge. Ihr wisst schon, was ich dann bekomme. Das bekomme ich dann jedes Mal. So sieht's aus. Auch wenn sie den Kill macht. Da, Ada, hier. Öffne das. Öffne das, Ada, öffne das. Los. Tut ihn mal aufmachen, tun. Danke. Wieder so eine Ultraverriegelung. Okay. Hier ist nicht alles voll mit Leuten. Das ist, die rasten doch hier gleich ultra aus, oder? Kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt hier nichts ist angeblich. Passt mal auf, was jetzt hier gleich passiert. So. Ist der eben aufgestanden? Wo kam der her? Wo kam der jetzt her, bitteschön? Warte mal. Bitteschön. Ach, das war. So, ich wollte keinen Molly schmeißen. Ey, der jetzt aber nicht sterben, gell? Du musst den dicken Down machen. Genau! Oh, die rastet so aus! Ah, der explodiert, ey, da. Oh, shit, girl, shit. Ist der andere hingeflogen, da hinten. So. Ist das denn noch einer, der lebt? Bestimmt, oder? Der da. Nee.
Warte, Ada, warte, vielleicht können wir die anderen ausschalten. Ist hier irgendwo ein Terminal, das ich benutzen kann? Oh, ich dachte kurz, ich bin außerirdisch oder sowas. Da! So, was ist das? Mir wurde heute die Leitung der Produktion übertragen. Der Idiot von General Atomics wurde abgezogen, nachdem die Effizienz der Abteilung unter 90% gefallen war. Diese Trottel aus dem privaten Sektor haben es echt leicht. Das muss man sich mal vorstellen. Erst die miese Leistung bringen und dann muss man nicht mal Verantwortung dafür übernehmen. Ich werde hier unten dafür sorgen, dass alles wieder anständig läuft. Dann sehen diese Zivilisten mal, wie das US-Militär Sachen regelt. Okay. Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin endlich die letzten Trottel von General Atomics in meiner Abteilung losgeworden. Für wen haben die sich eigentlich gehalten? Ich habe noch nie einen Haufen so fauler Nichtsnutze gesehen. Verschlammte Dokumente, verlorene Vorräte, miese Qualität bei der Fertigung, was es auch war. Diese Clowns waren immer schuld. Und dann war da noch dieser Sarah Wolkecek. Sie wollte GAs große Nummer hier unten sein. Ich habe sie erwischt, wie sie die Robohirnköpfe an einen unserer Recompiler angeschlossen hat und dann mit ihnen reden wollte. Sie hat sie gefragt, ob sie traurig sind und ob sie Schmerzen spüren. Will die mich verarschen? Ich habe sie direkt gefeuert. Keine Ahnung, wie das Firmen schaffen, ohne Disziplin irgendwas erledigt zu bekommen. Endlich arbeitet die Abteilung wieder mit voller Effizienz. Jetzt, da alle Posten mit Soldaten besetzt sind, wird die Arbeit termin- und budgetgerecht und ohne Fehler erledigt. So betreibt man eine Fertigungsstraße richtig. Von uns könnt ihr noch was lernen, General Atomics. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Wissenschaftler mit Militär ersetzen? Ich weiß ja nicht. So, kommt halt raus. Ihr kommt gar nicht einfach so raus. Jönes. Danke für die Stinkpacks. Ja, schon recht. Hast schon recht. Did heaven. Okay. Easy peasy lemon squeezy. Bei Martin Scorsese. It's your boy, skinny penis. I need your money. Ich meine eure. Warte. So, Ada, jetzt kannst du platt machen. Danke. Boah, Ada ist so gelenkig jetzt und schnell. Oh, fuck. Leute, wir sind genudelt. Ich hab das Ding nicht gesehen. Oh, wie es mich fistet, habt ihr es gesehen? Das fasst mir zwischen die Beine, what the fuck, girl? Fuck, ich häng! Nein! Unsere langsamen Machhose ist einfach der Hammer, oder was es ist. Hose, ich weiß es gar nicht. Ada, hast du gut gemacht. Nur das eine hat dich gefistet, das ist nicht so schlimm. Wir hatten es auch echt überrascht, ich habe ihn auch nicht gemerkt. Komm, steh wieder auf. Was benötigen Sie? Nichts, Ada. Wir machen eine dicke Speicherung, das benötigen wir mal. So. Hello. Kamera, nice. Weiße Teller, nicht nice. Wer braucht schon weiße Teller? Hallo? Wer hat da gerade gemacht? Und warum war da jetzt eben eine Schreibmaschine drin? Müllbot, der läuft oben irgendwo rum. Aha, was ist denn das? Ah, eine Nuka-Cola. Und ein... Oh, ein Holoband. Leitender Ingenieur Thomas Harkin. Bisher liegen wir für den nächsten Robohirn-Meilenstein voll im Zeitplan. Dr. Asante versicherte mir, dass die Betriebszeit zwischen den Gedächtnislöschungen deutlich gesteigert werden konnte. Hoffentlich bestätigt sich das bei unserem aktuellen Test. Die leitenden Ingenieure meinten außerdem, dass die neuen Anpassungen der Fertigungsstraße frühzeitig abgeschlossen wurden. Ich kann nur hoffen, dass darunter nicht die Sorgfalt gelitten hat und es wieder zu einem totalen Systemversagen kommt. Ansonsten mache ich mir vor allem Sorgen wegen der neuesten Testsubjekte. Im Moment haben wir ausreichend. Aber es ist ja nicht so, als würden diese Dinge an den Bäumen wachsen. Ha. Das ist nicht leicht, ne? Das ist nicht leicht. Und was haben wir hier? Wartungsfall. Nach der Kuppelimplantation, um Gottes Willen. Ich muss ins Bett. Kam es bei mir in das Objekt zu physischen Veränderungen. Die Dura wurde unregelmäßig braun und beginnt
sich nach nur 12 Stunden in der Lösung zu setzen. Oh shit, Mann. Wie sich herausstellte, war das Biogel mit Schwefelsäure verunreinigt, die aus dem Poliermittel für die Kuppel stammte. Nach der Kuppelimplantation, also diese Kuppeln, in denen die Hirne drin sind. Mit denen aber, ist das als Implantat bezeichnet, wenn man einfach nur dann hier eine Kuppel reinsteckt, oder verstehe ich da was nicht? Es geht ja um diese Robohirne, nehme ich an. Kuppelimplantation, nicht wahr? Gut. Wie sich herausstellte, war das Biogel mit Schwefelsäure verunreinigt, die aus dem Poliermittel für die Kuppel stammte. Das Gel reagierte mit der Säure, was leider zu einem Totalverlust des Objekts führte. Wir müssen das Ganze wohl als dummen Zufall abschreiben und auf ein anderes Poliermittel umstellen. Das wäre eine sehr gute Idee. Ich glaube, ich mache es noch fertig, aber dann ist die Folge auch rum. Wir haben weiterhin Probleme damit, die Verbindung zwischen den Neuralinterfacen und den Nervenenden des Rückenmarks aufrechtzuerhalten. Die Nerven stoßen die Verbindung schneller ab, als wir sie neu herstellen können. Ich weiß, dass wir gehofft hatten, das Rückenmark bei den Robohirnen zu erhalten, aber das ist offenbar nicht möglich. Ich schlage vor, dass wir wieder zum ursprünglichen Plan zurückkehren. Der gute alte Hirn im Glas-Prototyp. Ah! Dadurch werden deutlich weniger Lebenserhaltungssysteme benötigt. Außerdem reduziert sich die Produktionszeit um fast ein Drittel. Ich werde meine Ergebnisse morgen an die hohen Tiere in Washington schicken. Wir haben die erste Ladung Robohirne von der Testabteilung zurückbekommen und sie sehen übel aus. Gesprungene Kuppeln, gerissene Ketten, überladene Fusionsspulen, durchgebrannte Schaltkreise. Ich könnte die Liste ewig fortführen. Diese eine Sache macht mir allerdings Bedenken. Laut den Testern interpretieren einige der Robohirne Befehle falsch. Es scheint so, als würden die Hirne die Befehle übermäßig analysieren und dann entscheiden, die aus Effizienzgründen anzupassen. Meistens führt das zu sehr Sachbeschädigungen. Es gab aber auch schon ein paar tote Zivilisten. Das haben wir ja auch bei der Ding gemerkt, bei der Isabel. Ich habe mir die fraglichen Einheiten genau angesehen, kann aber keinen Fehler finden. Ich muss die Sache wohl an die Forschungsabteilung weiterleiten. Mal sehen, ob die mehr Erfolg haben. Immerhin trifft unsere Abteilung keine Schuld. So. Eins der Robohirne wurde mit einem fehlerhaften Sprachmodul produziert. Es spricht alles rückwärts. Das hat mir Sorgen bereitet. Also habe ich die Produktion für fast 8 Stunden gestoppt, um die Software und die Audiomontageeinheit genau zu untersuchen. Ich konnte allerdings nichts finden, also habe ich das Ganze als Panne in der Produktion vermerkt und die Fertigung wieder anlaufen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie es zu so einem lächerlichen Fehler kommen konnte, aber ich vermute, einer der Typen oben hat sich einen Spaß erlaubt. Kann sein. Leute, ich springe jetzt ab ins Bett. Gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.